Hallo Leute und herzlich willkommen, da sind wir bei Part 2 von Bioshock Infinite. Wird auch endlich Zeit, dass es weitergeht, finde ich zumindest. Und ich habe festgestellt, ich habe immer noch Probleme mit dem Ton. Aber ich denke, wir nehmen hier trotzdem fleißig weiter auf. Also nicht wundern, falls ich vielleicht mal so im Laufe des Let's Plays irgendwie dann mal Spiel gespeichert, Stand geladen an derselben Stelle und der hat aber weniger oder mehr Munition in der Tasche oder sowas, dann bitte nicht wundern, dann musste ich vielleicht einen Abschnitt doch nochmal zocken, einfach aus dem Grund, weil er wieder was ohne Ton aufgenommen hat. Das regt mich selber tierisch auf, aber können wir nicht ändern. Hauptsache ist ja, ihr bekommt erstmal pünktlich eure Folgen und verpasst nichts von dem Spiel. Unser Prophet füllt die Lungen mit Wasser, auf dass sie die Luft umso mehr lieben. Ja, auf solche Weisheiten können wir verzichten, würde ich behaupten. Der du den Delaware überquertest, mit flammendem Schwert auf Engelsflügeln, behüte mich und gib mir Kraft. Schütze meinen Geist vor Furcht und Zweifel, auf dass ich allen Eindringlingen standhalte. Vater Washington, erhöre mich. Die sind alle bescheuert hier. Vorbild an Tugend. So immer, die hatten ja alle ihn loben. Oh, hier ruckelt es ein bisschen. Das ist, weil hier so viel, heiße Luft von sich hier. Wenn fliegt, heißt nicht, dass keine Idioten drin wohnen. Also gut, ich muss das Mädchen finden. So eine Banane kann man erstmal haben, die nehmen wir natürlich mit. Und dann schauen wir mal, was uns hinter der Tür erwartet. Cool. Muss ich sagen. Sieht geil aus. Mit den ganzen fliegenden Häusern und so. Richtig schick gemacht. Kann man nur immer wieder betonen. Gefällt mir wirklich richtig gut. Überall die Leute. Und die unterhalten sich auch alle irgendwie. Chips. Und Limo. Limonade. Wie wir Ossis sagen würden, Brause, Hotdogs, Popcorn. Schau mal weiter, wo gucken die hin? Perfekter Tag für die Feier. Vater Comstock muss das vorhergesehen und genauso geplant haben. Ja, genau. Ihr habt alle einen Laufen, Leute. Der verkauft Zeitung. Diese Statue. Ich finde, sie bringt Vater Comstocks totale Göttlichkeit nicht rüber. Oh, mir geht ein ab, wenn ich einen Klotz Stein angucke. So ein Müll. Hast du heute Morgen Zeitung gelesen? Der Turm beschützt das Lamm vor dem falschen Hirten. Steht da auf dem Poster. Comstock will sie ihnen zeigen. Ja, die haben ja alle einen Laufen. Die sind alle total bescheuert. Ich sag dir, Soltenstall ist der Richtige. Ist für Glauben, Familie und Vater. Die sind ja alle so fanatisch auf Vater Comstock. Den wir noch gar nicht kennen. Wir gucken uns hier alles an. Hier haben wir schön den Baum. Nur Popcorn. Und natürlich noch ein paar Münzen. Die sammeln wir fleißig ein. Schuhe tragen wir selber. Brauchen wir nicht. Oh geil, hier so ein altes Fahrrad. Das hat natürlich auch was. Wenn wir uns das jetzt nehmen könnten, hier, drücke F zum Benutzen und dann geht das hier los. Mit dem Fahrrad. Was haben wir hier noch? Hier gibt es nichts weiter. Außer natürlich Pilger willkommen. Engagieren Sie niemals einen Künstler, mein Lieber. Sie sind einer wie der andere. Launisch und unzuverlässig. Ich sage Ihnen, der Park ist meilenweit hinter dem Zeitplan zurück. Die Landschaft ist erst halb fertig. Die Statue wurde noch nicht geliefert. Der Brunnen ist voller Regenwasser, Herrgott. Oh ja, du armer Mann. Die Ringelblumen sind gepflanzt. Das kann man nicht mal der Kasse plündern. Das ist ja... hier gibt es ein Voxophon. Das hören wir uns natürlich an. Wissen Sie, was dieser Mensch ist? Und der Erzengel offenbarte mir eine Vision. Eine Stadt, leichter als Luft. Ich fragte ihn... Warum zeigst du mir das, Erzengel? Ich bin kein starker Mensch. Ich bin kein aufrechter Mensch. Ich bin kein Heiliger. Er aber sprach jene wunderlichen Worte zu mir. Du hast recht, Prophet. Doch wenn einer wie du Gnade erfahren kann, wie kommt es, dass niemand sonst sie in sich findet?
Ja, der Prophet ist natürlich, der kann alles, der weiß alles. Der hat einfach Dreh raus. Liegt hier noch irgendwo was rum? Ein Eimer? Wollen wir uns nicht auch Schuhe putzen lassen? Wobei die Sessel auch irgendwie, weiß ich nicht, die sehen komisch aus. Teilweise doch irgendwie ein bisschen unbequem. Aber wir haben hier noch ein Kinetoskop. Da schauen wir jetzt einfach mal rein. Das Wort des Propheten präsentiert Vater Comstocks Gabe der Propheten und irgendwie weiter. Inmitten des düsteren Sturms. Sieht der große Prophet hellen Sonnenschein voraus und seht, es werde Licht. Was wird der große Prophet als nächstes offenbaren? Unser Prophet. Ach, Vater Comstock. Das ist quasi hier Propaganda in Bildform. Warum auch nicht? Kann man hier runterfallen? Na, wir wollen es lieber nicht ausprobieren. Wer weiß, was dann passiert. Ist hier vielleicht in der Statue hier in der Mitte irgendwo was zu holen? Nee, hier kommen wir auch nicht hochgehüpft. Vox Populi hier, Vox Populi da. Was heißt Vox Populi überhaupt, verdammt? Das ist Latein. Alle Spinner. Das Uralt zu. Da auch. Mann, Mann, Mann. Wow. Das Pferd schlägt Funken. Jetzt ein elektrisches Pferd. Oh, hier gibt's noch was zu futtern. Oder? Nee, aber nichts, was wir einsammeln können. Boah, wir ruckeln ein bisschen. Warum auch immer. Na? Juhu, eine Verlosung! Yippie! Nur nicht auffällig verhalten. Ja, yeah, eine Verlosung! Vater Comstock! Wir müssen uns über jeden Mist freuen. Was gibt's hier? Zuckerwatte. Sehr lecker. Haben wir hier noch was? Nichts weiter. Columbia, Jahrmarkt und Verlosung. Ja, da kann man was gewinnen. Würde ich sagen, machen wir uns hin. Noch ein paar Silberdollar mitnehmen, dass wir ordentlich Lose kaufen können. Aber recht schwach bei Schlüssel und Rolle, wenn er mich fragt. Was gibt's hier? Hier gibt's auch nichts zum Einsammeln. Hier haben wir noch ein Fass. Gucken wir, was in dem Fass drin ist. Noch 6 Münzen, wie sich's hier hört. Guten Glauben. Am Nachmittag. Kurz und gut, schönstes Feiertagswetter Columbia. Und nun wieder Musik. Hier haben wir noch ein Fass. Ja, Musik. Das Tanzbein schwingt. Naja, so gut ist es auch nicht. Machen wir das Radio mal aus. Essen nur noch eine Banane, nehmen sie ein Gesundheitspaket mit. Oh, da kann man jetzt. Ja, bupp, den Kuchen mit Kuchenteller. Das geht alles rein. Der war aus Marzipan. Eine Besteckkiste. Der Kuchenteller war aus Marzipan. Der hat so großes Besteck. Ja, ist ja auch egal. Also wie gesagt, der Kuchenteller war aus Marzipan, immer noch, zum dritten Mal, wird sich auch nicht ändern. Und den konnte man einfach mitessen. Und hier haben wir noch so einen Bilder-Propagandakasten. Ein Kinetoskop. Mal gucken, was es diesmal zu hören gibt. Der falsche Hirte will unser Lamm auf Abwege führen. Wer ist der falsche Hirte? Ist er es? Ist er es? Oder er? Bist du es? Nein. Nein, wir doch nicht. Um Gottes Willen. Nur unsere Wachsamkeit schützt das Lamm vor dem falschen Hirten. Dö, 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 dö. Der falsche Hirte. Ende. Na gut. Ach, Vater Comstock. Schauen wir mal, was es hier so noch gibt.
immer schön alles mitnehmen. Hübsche Musik. Haben wir hier noch was? Nein, hier ist nichts. Oh, doch hier. Werkzeugkasten. Da ist natürlich mal Münzen drin. Und ein Voxophon. Ein Mensch steigt und natürlich ins Taubwasser. Den Apfel. Als anderer Mensch entsteigt er ihm, wiedergeboren. Aber wer ist dieser Mann, der da untergetaucht ist? Vielleicht ist er Sünder und Heiliger in einem, bis ihn die Menschheit wieder erblickt. Ach, der quatscht aber auch nur Müll, der Typ. Nur so ein Propaganda. Glaube an den und den Scheiß. Möchten Sie eine Nelke zum Anstecken? Wir sammeln für die patriotische Mädchenliga. Nein. Vielleicht ein andermal. Würde sich aber toll machen an Ihrem Revier, falls Sie sich's anders überlegen. Ich bin hier. Ich hab schon Nein gesagt. Danke. Also die Leute, die dem was aufschwatzen müssen. Hier gibt's nichts, Gott sei Dank. Dann gehen wir mal lieber hier lang weiter. Weil hier kann man nämlich so ein... Oh, jetzt hab ich vergessen, wie das heißt. Na, die singen hier halt. Und natürlich heuert der Kolibri dazu. Kennt man ja so aus dem Paradies hier oben. Die tanzen. Der hat keine Freunde. Haha. Ja, hat schon was. Jetzt fliegen die weg. Der Kolibri, der guckt hier traurig hinterher, weil der steht auf Musik. Die tanzen auch ohne Musik weiter und er hat natürlich immer noch keine Freunde. Gut, schauen wir mal weiter. Was ist hier sonst noch so? Back in 5 Minutes. Da ist wohl jemand in 5 Minuten wieder da. Aus der Kiste können wir nichts rausholen. Was haben wir hier drin Schönes? Sardinen, Erdnüsse, Kaffee. Genau, so muss ein Frühstück sein. Morgens 9:30 in Deutschland, Sardinen, Erdnüsse und Kaffee. Oh, die spielen hier. Schnick, schnack, schnuck. Oh, Junge, wie kann man denn die Schere nehmen? Oh, jetzt hat die Schere jemand, ne? Verdammt. Steht 1:1. Mal schauen. Ah, und der Junge hat eindeutig gewonnen. Ja, Schere gewinnt nicht immer. Muss man auch so sagen. Also ich finde, manche stehen auch so ein bisschen auffällig einfach in der Gegend. Gucken, hier gibt es sonst nichts weiter. Bier trinken? Nee. Hier war nicht. Und Portemonnaie. Also das ist zwar verlockend, hier mal ein Bier zu trinken, aber ihr seht, wir nehmen zwar Gesundheit zu, aber Salze nehmen wir ab. Und das wollen wir natürlich nicht. Hier gibt es ansonsten auch nichts weiter. Ah, das suchen wir doch. Hier finde ich sie, haben sie gesagt. Telegramm für Sie. Telegramm für Sie, Sir. Der Woodstop. Machen Sie Comstock nicht auf sich aufmerksam, Stop. Was immer Sie tun, nicht Nummer 7710, Stop. Tess. Okay. Zum... Geh nach Monument Island und finde das Mädchen. Joa, das klingt ja jetzt erstmal nicht so schwer. Weil ja ausgelassene Partystimmung ist. Nehmt euch ein Zimmer. Ist ja eklig. Chips. Limonade. Oh, ich kramme Müll. Ihr seid eklig. Müll. Das ist eine halbe Banane. Und das Brötchen sieht auch noch gut aus. Ekelhaft. Und hier habe ich doch eine Münze blinken sehen. Genau, die stopfen wir gleich ins Teleskop. Kann man uns hier umgucken. Aber das kostet, glaube ich, nichts. Da kann man so reingucken. Wie weit das da hinten noch geht. Oder zumindest wie weit das angedeutet noch gehen soll. Ja, da hinten im Hintergrund sind noch Häuser. Hier auch überall. Cool. Der steht direkt neben uns. Der müsste wahrscheinlich eigentlich etwas größer aussehen. Aber okay. Mahlzeit. Guten Tag, mein Freund. Hallo. Oh,
Ich kann schon mitsynchronisieren. Top. So oft habe ich es nur auch nicht gespielt, die Stelle. Na gut, schauen wir mal weiter, was wir hier noch haben. Noch eine Limo und natürlich Popcorn können wir nicht einsammeln, Erdnuss können wir einsammeln, in der Mülltonne können wir wühlen. Doch, jetzt können wir Popcorn noch immer doch essen. Also Mülltonne bringt gerade momentan immer nicht so viel. Aber was soll's, hier stehen halt so ein bisschen auf Müllkram, da kann man das ruhig machen. Sieh sie dir an. Ist sie nicht eine Schönheit? Naja. Weißt du, alle Einwanderer sind hier durchgekommen. Sieht ein bisschen so aus wie so ein Abklatsch von der Freiheitsstatue. Also sieht natürlich vollkommen anders aus, aber so eine riesen Statue als Wahrzeichen. Hallo, mein Freund! Hallo! Yay! Wow! Woo! Yippie! Ich bin nicht umgefallen, schade. Naja, man kann nicht alles haben. Hier gibt es auch nichts einzusammeln. Dass ein Mensch Blitze auf seinen Fingern abfeuern kann. Würdet ihr mir glauben? Kann ich mal hier durch, Kumpel? Die Straße ist gesperrt, Kumpel. Die bereiten schon das Feuerwerk vor. Da hinten ist genug TNT, um ganz Peking in die Luft zu jagen. Wieder mal. Na, gesperrt. Ich muss mir einen anderen Weg suchen. Falls ihr das euch fragt, warum ich hier hüpfe, seht ihr das? Die Straße ist gesperrt. Welche Straße? Da ist keine. Aber okay. Produziert von Mr. Jeremiah Fink persönlich. Ach, Mr. Jeremiah Fink. Wer von euch hat die göttliche Gabe? Ich kann es kaum versucht. Ich auch nicht. Das sagt ihr andauernd. Wollen wir reingehen? Unglaublichsten Taten zu vollbringen. Ihr wisst ja. Ja, und dann trotzdem davor stehen bleiben? Ist fair und freundlich. Und er hat Mr. Jeremiah Fink gebeten. Und zwar persönlich. Ich komme gleich, Mr. Jeremiah Fink. Ja, schauen mal, was es hier Schönes zu sehen gibt. Beneidet von allen. Es scheint, Jimmys Freunde sind neidisch. Jimmys Papst schenkt ihm eine Packung Minor Victory. Minor Victory, die einzige Marke extra für Kinder. Moment, wird hier propagiert, dass Kinder rauchen sollen? Das finde ich jetzt moralisch schon ein bisschen fragwürdig. Drum ignorieren wir das hier einfach und gehen unauffällig weiter. Wenn ich sagen würde, dass ein Mensch Blitze aus seinen Fingern abfeuern kann, würdet ihr mir glauben? Oder dass ein Mensch einen tonnenschweren Hengst einfach hochheben kann? Würdet ihr das glauben? Ja! Nun, Freunde, ich sage euch... Na gut, dem brauchen wir jetzt nicht die ganze Zeit zuhören, der will uns nur irgendwelchen Mist verkaufen. Das sind keine armen Märchen. Wir essen hier noch fleißig was. Junger Mann, junge Dame, versuchen Sie die unglaubliche Kraft, bockender Bronco. Soll etwas gehoben, gelüpft, geworfen oder umgestürzt werden? Bockender Bronco. Okay. Ich versuch's. Sie den Teufel, Sir, und treiben Sie ihn aus. Haben Sie das Zeug dazu? Soll etwas gehoben, gelüpft, geworfen oder umgestürzt werden? Bockender Bronco. Da ist er. Ach, da ist Teufel Nummer 1. Hey, das ist ja bis jetzt relativ einfach. Die Kraft kenne ich aus dem Trailer schon. Finde ich tierisch geil. Ich hoffe, die haben wir später dann auch. Macht sich garantiert richtig praktisch. Ja, ein Gewinner. Juhu, eine Geldbörse. Ja, kann man so überall Geld machen. Das schauen wir natürlich weiter. Schrotflinten, eine Luftschrotflinte. Na dann, 20 Punkte zum Gewinn. Für die fette Geldbörse. Na dann, legen wir mal los hier. Nach einem Treffer, der Kerl weiß, wie es geht. Also wenn es einer raus hat und der ein paar mehr Gegner hier, wäre mal nicht schlecht. Die kommen ja alle noch ein bisschen langsam. Na, wir wollen auf 20 kommen, die müssen mal ein bisschen. Oh, ich glaube, den einen haben wir nicht erwischt. So, da haben wir welche. Bloß ein paar brauchen wir noch hier. Einfach warten, bis da mehrere zusammenkommen. Oh, da haben wir wirklich zwei wieder erwischt. Oh. Na, jetzt wird es aber knapp langsam. Doch, es hat gereicht.
Hey, und wir haben die Geldbörse gewonnen. Halten Sie den Himmel frei. Erster Platz, so wie sich gehört. Was haben wir hier noch? Fahnen. Elektropferde, langweilig. Rauchende Kinder. Habt ihr Minor Victory? Da steht da nichts drauf. Wenn ihr was anderes raucht, außer Minor Victory, Leute, ich sag's euch. Ich verpfeif euch. Oh, hier können wir heute den Lukas spielen. Das machen wir natürlich auch. Oh, und dann hauen wir mal ordentlich drauf. Boah, top. Falls die jetzt denken, man kann sich ja länger mit beschäftigen, ich drücke wirklich nur einmal auf F und der haut dann von alleine. Also ich habe da jetzt nicht wirklich Verdienst dran gehabt. Und hier ist der Clip. Der sieht echt armselig aus. Der sieht auch gelangweilt und unmotiviert aus. Guck nicht so, ich klaue hier in der Mülltonne. Es gab nicht mal was. Was haben wir hier oben noch Schönes? Schon mal benutzt? Noch mehr fahren. Die Wunder an Fortschritt und Wissenschaft, die wir schon erlebt. Hot Dogs! Alexander Hot Dogs! Kolumbias Beste! Jeden Cent wert! Boxer vorne! Hören Sie heute, was Sie gestern sagten! Wahnsinn! Gut, das kann man benutzen. Sagen Sie etwas, Freund! Was ist ein Voxaphon? Was ist ein Voxaphon? Der sagt Voxaphon und die Dinger heißen Voxophon. Das ist eindeutig. Hey, bezahlen tue ich dafür nichts, klar? Nur eine Demonstrationsherr. Hast du schon neue Kräfte hier ausprobiert? Oh, ich höre Musik. Oder ein Lied, oder ein Liebesgedicht. Und spiel es wie. Na gut, wir wollen ja nicht die ganze Zeit zugucken. Wir sind jetzt in einem Infostand. Der sieht aber auch tierisch langweilig aus. Was haben wir? Kleine Kinder umlaufen, macht auch immer Spaß. Vini Vidi Vigo, das ist ja so ein Automat. Da kann man so Bockender Bronco zum Beispiel kaufen, wenn man denn genug Geld hätte. Haben wir aber leider nicht. Aber das sieht gut aus. Sie, Sir, oder Sie? Gentlemen, wer erhebt die Waffe gegen diese abscheulichen Heiden? Luftgewehr. 20 Punkte zum Gewinnen. Hören wir uns mal noch ein bisschen Kohle, würde ich sagen. Sie auf die Box, wenn Sie erscheinen. Treffen Sie genug, winkt ein Preis. Wenn Sie die Anarchistin Daisy Fitzroy erwischen, lege ich noch was drauf. So. Ach, verdammt. Mann, Mann, Mann. Die kommen ja ziemlich schnell. Ich ziele nicht ganz so optimal, aber ich glaube, ich treffe sie immerhin. Ja. Ah, da haben wir noch lässig Zeit gehabt hier. Und da können wir natürlich auch fette Geldbörse einsammeln. Daisy Fitzroy getötet. Sie, Sir, werden reich belohnt. Ja, klar wäre ich reich belohnt. So gehört sich das auch. Solche technischen Wunderwerke. Ja, und ich würde einfach mal sagen, Leute, wenn ich so auf die Uhr gucke, für heute reicht's auch langsam. Behaupte ich jetzt einfach mal. Oder, ach ne, komm, wir spielen noch ein Stück. Wer weiß, die nächste Aufnahme klappt vielleicht nicht. Wir machen einfach noch ein Stück weiter. Hier ist der Handyman. Der sieht ein bisschen aus wie so ein Roboter. Cyborg. Sowas schon mal gesehen? Gibt's Salzautomat, sehr lecker. Geschmacksrichtungen. So viele? Was ist so falsch an Vanille? Oh ja, stellt euch vor, es gibt nur Vanilleeis. Wahnsinn. Gibt's noch mehr Eis? Da steht aber keiner. Tag, Seemann. Aus welchem Hafen kommst du denn? Herrscht da gerade Sturm? Du verstehst, was ich meine, oder? Nein. Und drum gehe ich einfach weiter und ignoriere ich. Ich habe eine Schwäche für Eiscreme. Hier müssen wir wahrscheinlich durch. Sorge, mein Freund. Der Jahrmarkt ist restlos ausverkauft. Der Eintritt ist daher Würdenträgern und VIPs vorbehalten. Schätze, ich zähle nicht dazu. Nein! Mit Beherrschung sind Sie der Chef. Na, kommen Sie her. Zur Verlosung, Hübsche.
Mit einem Flüstern hören dir alle zu. Na dann 15 Mist hier mal rein. Ich glaube, die baggert uns an so ein bisschen. Wirklich im ersten Moment so. Ja, so wie die stöhnt. Ich meine, okay, die leuchtet ein bisschen gruselig. Aber so prinzipiell, doch, die hat uns angebaggert, eindeutig. Press to turn machines into allies. Hochwertig animierte Filme, wie man das immer kennt. Drücke rechte Maustaste, während Beherrschung ausgerichtet ist, um eine Maschine zu deinem Verbündeten zu machen. Verdammt, was war das? Das wäre ja dann... Der leuchtet auch so ganz unauffällig, das kann man eigentlich nicht verfehlen. Ah, Sie an, der Abgeordnete Buford. Ihr Platz ist reserviert. Wieso habe ich Sie bloß vorhin nicht erkannt? Komisch. Schön, einen Gentleman Ihres Formats... Schleimer. Wir holen uns jetzt hier nochmal Salz, weil unten links in der Ecke seht ihr... Ja, voll einnebeln. Cool. Ich bin voll auf Salz. Unten links in der Ecke seht ihr... das ist unsere Salzanzeige. Kopf oder Zahl? Kommt, lasst mich durch. Kopf oder Zahl? Kann ich nicht einfach weitergehen? Kopf. War klar. Das ist nie so befriedigend, wie ich es mir vorstelle. Kopf hoch. Nächstes Mal klappt's. Ja, wahrscheinlich. Die machen mir Angst. Kann ich die Münze nehmen? Wir gehen erst, wenn Sie gehen. Das verspreche ich Ihnen. Ja, ist gut. Spaßbremse. Hier haben wir noch fleißig Hotdogs zum Futtern. Die nehmen wir natürlich mit. Hier haben wir noch Fässer, die gucken wir uns auch an. Da finden wir aber nirgendwo was. Toll. Hier ist ein Verkaufsautomat. Das hat der Schickes dabei. Gesundheit und Salz, das brauchen wir aber alles nicht. Das haben wir voll. Schauen wir mal hier oben weiter. Die sind ja alle langweilig, da sammeln wir noch ein paar Münzen ein. Oh, der wirkt irgendwie desorientiert. Ladies? Auf mich wirkt er eher attraktiv. Mary, du bist wieder mal unmöglich. Dafür beklauen wir euch nur im Korb, in dem nichts drin ist. Es heißt, die Vater Franklin-Automaten werden bald frisch bestückt. Ach, Vater Franklin. Singt ein Loblied auf Songbird, denn er ist der Beschützer des Lamms. Naja, vielleicht später. Oh, hier ist ein Korb. Aber den können wir nicht plündern. So, da gehen wir gleich runter gucken und gucken erstmal, was es hier oben noch gibt. Hier liegt nichts rum, wir wollen ja alles einsammeln. Hier haben wir noch ein bisschen... Das ist in dem Fass, können wir nicht gucken. Hier liegt auch nichts, aber hier haben wir noch eine Mülltonne, die wir durchsuchen können. Ja, das liegt natürlich. Wie viel Geld hier allein in Mülltonnen liegt, möchte ich wissen in dem Spiel. Schauen wir mal hier lang, was wir hier verpasst haben. Zwielichtige Gestalten, die sich in der Ecke rumdrücken. Hier liegt aber sonst nirgendwo was rum. Nö. Und schauen wir mal weiter. Was ruckelt ein bisschen? Hast du den gekriegt? Den Prachtkerl hier? Die ganze Abteilung hat jetzt solche. Wenn wir die Vox aus dem Skyline-System kriegen sollen, brauchen wir bestes Material. Ah, ja, gibt's da noch freie Stellen? Ich würde auch gern Vox verprügeln. Cool. Ein automatischer Rückenkratzer. Mit verschiedenen Geschwindigkeitsstufen. Schauen, was wir sonst noch Schickes haben. F gedrückt halten, ansehen. Was denn? Was soll ich mir ansehen? Ich will mir nichts ansehen. Ist das da? Nee. Na, wer weiß, tingeln wir mal weiter. Hier ist noch eine Mülltonne. Immer natürlich fleißig plündern. Ein Picknickkorb. Die spielen hier. Dann haben wir noch ein Voxophon und ein Schokoriegel. Madame Lutèce, ich habe all Ihre wissenschaftlichen Bücher gelesen. Mutter sagt, das sei keine Beschäftigung für eine Lady.
Aber ich glaube, sie ist nur neidisch, weil sie so klug sind. Stimmt das, dass nur sie das Mädchen in den Turm besuchen dürfen? Fehler, eindeutig. Wenn das Lamm auch einsam ist, würde ich es gerne besuchen, denn wir hätten viel gemeinsam. Herzliche Grüße, Constance. Jetzt ist so... Aber wir haben noch keine Knarre. Hier ist noch ein Eisautomat, ein Eiswagen, das ist noch nichts. Oh, hier ist ein Fass. Das Salz, was uns nichts bringt. Haben wir noch ein Fass. Ja. Aber ansonsten gibt es auch hier nichts weiter. Noch eine Mülltonne oder so. Du sollst den falschen Hirten an seinem Zeichen erkennen. Das klingt relativ... Was zum... Nein, ich bin der falsche Hirte. Überraschend. Ich würde sagen, wir müssen uns nur ruhig verhalten. Park der Verlosung. Profil speichern. Leute, ihr wisst, was das heißt. Ich denke, es reicht auch. Wir sind bei ca. einer halben Stunde, wenn mein Wecker mir das richtig sagt. Ich denke, damit soll es für heute genug sein. Für Folge Nummer 2 reicht das erstmal. Und ich hoffe, dass ich meine Soundprobleme demnächst dann beheben. Nicht, dass ich alles ein paar Mal spielen muss. Dann ist der Überraschungseffekt natürlich nicht mehr ganz so groß. Seid mir nicht böse. Und dann will ich ja auch nicht gelangweilt wirken, wenn ich dann zocke. Also wie gesagt, ich würde sagen, wir sehen uns hier an der Stelle beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Und ich sage einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.